Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie ganz herzlich in der Folge im Volksbildungshaus Wiener Urania zu der heutigen Vernissage. Das Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro organisiert und gemanagt wurde. Und auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Damen und an das ganze Team von Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro. Und wir hoffen, dass der heutige Abend Ihnen genauso viel Freude bereitet, wie er das für uns tut. Ich übergebe jetzt an den Herrn Direktor. Einen Moment. Gui Bin, 非常感谢你们今天特别抽空来参加我们这个闭幕的晚会，大家是非常的难得，也非常的开心你们能够来。然后呢，首先啊，我们先请我们的代表处目前的代管长黄瑞坤黄组长来为我们致辞。So, Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich heute Abend, Sie so zahlreich zu dieser Abschlussfeier der Ausstellung unserer Künstler begrüßen zu dürfen. Wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir sehr öfter die Ausstellung unserer Künstler organisiert. Auch hier in der Urania waren wir schon öfter zu Gast. Aber diesmal, doch diese Ausstellung ist anders. Die fünf Künstler, die hier ihre Werke repräsentieren, leben alle seit vielen Jahren hier in Wien. Für uns ist es deshalb besonders schön, dass diese Ausstellung stattfindet. Die fünf Künstler, wir kennen wir schon seit vielen Jahren und freuen uns, ihre Werke, zum Beispiel Kalligraphie und Malerei, hier einem größeren Publikum vorstellen zu können. Die fünf Künstler sind heute alle hier. Sie haben also nachher später noch Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen und Ihnen dann auch einige Fragen zu stellen. Das ist sicherlich die beste Art des Kulturausschusses. Zum Schluss möchte ich mich auch bei der Urania bedanken, dass wir wieder den Raum für diese Ausstellung erhalten haben. Ich hoffe, Sie bekommen heute einen weiteren Einblick in die chinesische Kultur in Taiwan. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke. Also jetzt wollen wir bitte der Obmann des Taiwan-Chinesischen Vereins in Österreich ein paar Worte bitten. Go, baby. 早这几年来，利用课余的时间，勤加练习绘画和书法。经过几十年的努力，他们的天分再加上努力的绘画，有了很好的成果。这几次在这里举办这个画展跟书画展，充分地表现了他们努力的成果。我们。 身为侨界的分子，感到非常的荣幸，非常高兴。今天我们在这里也就是举行最后一次的这个结束了。但是这个画展我们看的结果，他们这画由了中国这个传统的水彩画以外，也增加了很多的台湾本土的画在里面。我相信这个大家对这个画展以后一定会留下很好的印象。 我们也非常感谢新闻局主办这么一个有意义的活动，给我们侨界的先进们有这一个表现的机会，同时也感谢各位参加盛况。
这个画展能够非常成功，我也恭喜几位艺术家，你们虽然不是职业的，但是你们作品是职业的，恭喜你们，谢各位。 Die ihre Malerei hier in Urania zeigen. Die sind nicht professionell, aber ihre Kunstwerke sind so schön und wunderbar, sogar besser wie die, also sozusagen professionellen Künstler. Und heute Abend, wir haben auch ein Rahmenprogramm für sie vorbereitet. Es ist Musik und unsere Künstler werde für uns ihre Können vorführen. Aber zuerst darf ich unsere Künstler vorbitten, bitte der Herr Liu Delong. Zhou Yuesang, bitte. Also, Herr Huang wird uns zwei Stücke präsentieren. Das erste Stück heißt Gute Ernte. Er ist ein Zauberflöter, er spielt Bambusflöte. Und bitte Applaus für Herr Huang.